Was geht ab, Kumpels? Das hier ist Backbone Gaming mit einem Reddit Reaction Video. Ja, Soul Calibur 6 ist angekündigt worden, überraschenderweise jetzt bei den Game Awards. Und ja, ich würde sagen, das schauen wir uns auch direkt mal an. Da bin ich ja echt mal gespannt, ey. Unreal 4 Engine, schon mal gut. Glaube ich, Tekken 7 ist auch auf der Unreal 4 Just as Engine. shadows are cast where there is light, history hides away more Der than mere Announcer, schon mal truth. gut. Wow. Ist das Mitch Urugi? The wait is over. Yep, ist er. Let's begin. Gott, der sieht jung aus. Und das ist Sophitia? Moment mal. Er ist Sophitia. Moment mal. Sophitia ist tot. Wie kann das sein? Die ist laut Story Scene Teil 5 schon tot. Wie kann die in 6 wieder leben? Wow! Die kann ausweichen. Parries? Ist das. Da kann auch. Nee. Das sieht richtig gut aus, das Spiel. Oh! Doppelseitig ist es. Oh, 2018 PS4, Xbox One und Steam. Keine ist es Switch-Version. Ja, müssen wir uns gerade noch mal reinschauen. Und zwar, was mich jetzt noch interessiert, das ist die Sophitia Stage. Das war mal am Anfang. Mit Tsurugi, der sehr viel jünger aussieht als in den letzten Teilen. Da war er ja ein richtig alter Mann. Ich glaube, der hatte sogar graue Haare in Soul Calibur 5. Ist übrigens der Teil, den ich am wenigsten gespielt habe. Allein, weil Sophitias Zwillingskinder da drin waren, die Inzuchtgeschwister, wie sie ja auch vom gesamten Community genannt werden. Sophitia lebt wieder. Sehr merkwürdig. Einzige, was ich mir vorstellen kann, das ist, dass zwischen in einen Teil gehen, das vielleicht zwischen Teil 4 und 5 gehen und da die Story so ein bisschen erklären. Auf jeden Fall gibt es Parries jetzt hier im Spiel. Weil Sophitia jetzt mit ihrem Schild immer wieder die Schwertschläge von Mitsugi am abblocken. Was aber auch Sinn macht, bei so einem Spiel sowas zu machen. Und es würde mich nicht wundern, wenn sie Nightmare umgeändert hätten. Weil der Typ. Am Ende sieht so ein bisschen aus wie. Der hat so eine Art Nightmare-Klaue, hat der auch. Aber könnte auch ein ganz anderer Charakter sein. Auf jeden Fall kommt der 2018. Wird noch nicht gesagt, wann. Auch nicht welches Quartal. Für die PC, für die Xbox One und für Steam raus. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Es gibt keine Switch-Version, was aber auch, wenn man sich WWE 2K18 anschaut, vielleicht gar nicht mal so schlecht ist. Weil. Ich glaube. So ein Debakel wie bei 2K18 wollen wir jetzt hier mit Soul Calibur 6 haben. Da die Current-Gen-Version hier von der Switch-Version auch noch runtergezogen werden. Das haben wir, da wollen wir definitiv nicht haben. Aber wir haben ja noch ein paar Trailer vor uns. Deswegen würde ich mal sagen, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir auf der rechten Seite ein Abo dalassen. Daumen nach oben, teilt es bei Freunden und Bekannten. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und bis zum nächsten Video.